Menschen sparen Strom. Das Thema Energie ist derzeit so aktuell wie nie. Daher kam auch die Messe Bauenergie Wohnen 2022 in Wieselburg genau zur richtigen Zeit. Vom 14. bis zum 16. Oktober schlugen dort rund 120 Aussteller ihre Stände auf. Sowohl für Häuselbauer als auch für jeden anderen Besucher hatte das Angebot dabei einiges zu bieten. Für uns ist einfach wichtig, da diese Information, die derzeit wirklich essentiell ist für unser Leben. Wie gehen wir mit Energie um, wie können wir unsere Umwelt schonen, dass wir die Themen in diesen drei Messetagen so gut wie möglich an den Mann oder die Frau bringen. Am Freitag, dem ersten Messetag, waren auch zahlreiche Ehrengäste vor Ort. Jochen Danninger hat die Messe stellvertretend für Landeshauptfrau Johanna Mickl-Leitner eröffnet. Für ihn kommt es derzeit vor allem auf eines an: in der Energiekrise auch die Chancen zu sehen. Ich glaube, man muss auch die Chancen nutzen, die in derartigen Krisen vorhanden sind. Und gerade das Thema Nachhaltigkeit ist für Niederösterreich eine riesengroße Chance. Und darum unterstützen wir das auch seitens des Landes, diese Energieumstellung bei den Betrieben, aber auch bei Privathaushalten. Wir müssen einfach unsere Abhängigkeit vom russischen Gas reduzieren. Daher ist der Landesrat auch froh, dass es Veranstaltungen wie jene bei der Messe Wieselburg gibt. Denn besonders in der derzeitigen Situation hält er diese für ein sinnvolles Angebot. Wir merken, dass die Bevölkerung ein enormes Informationsbedürfnis hat, wenn es um thermische Sanierungen geht, um neue Energieformen. Und darum bin ich sehr, sehr froh, dass diese Messe heuer wieder stattfindet. Und man sieht ja auch, der Besucherandrang ist sehr, sehr groß. Diese Meinung teilt man auch bei der Energie- und Umweltagentur Niederösterreich. Bei ihrem Stand konnten sich die Besucher Informationen zu Themen wie Photovoltaik, Alternativen zu Öl und Gas und Energiesparen einholen. Wenn ich mal von unserem Beratungsstand schaue und alle Berater sind gebucht, dann denke ich mir, super, und das am Freitagvormittag, wo ja der Freitag noch der ruhigere Tag ist. Ja? Also ich hoffe, dass wirklich Leute kommen und sie das Wissen abholen, das wir gerne zur Verfügung stellen. So haben sich hoffentlich viele Messegäste sowohl für den Bau des eigenen Hauses als auch für die eigene Wohnung einige wertvolle Tipps mitnehmen können.